Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Chaos auf Deponia. So, wir sind jetzt einmal den guten Freunden überfallen gegangen, würde ich es nennen. Und ja, jetzt weiß ich schon echt nicht mehr weiter. Das Einzige, was mir eben mal auf dem Klo eingefallen ist, ja, ich bin zwischendurch mal kurz aufs Klo gegangen. Es gab doch hier am Hafen, gab es doch diese Kneipe. Hier. Ja, du kriegst ja GEMA-Gebühren, ist ja gut. Ja, hier ist eine Kerze, die könnten wir doch theoretisch gesehen einfach mal ein bisschen Feuer schnorren. Und wir haben Feuer. Man sollte immer ein wenig offenes Feuer im Mantel haben. Das hat er nicht wirklich ernsthaft in den Mantel einfach so gesteckt. Rufus. Wie heißt eigentlich ihr Nachnamen? Rufus. Leben am Limit. So, können wir jetzt das Feuer dann einfach hier reinschmeißen? Oh, perfekt. Ja. Lodre, lodre, Ofen brodle. Können wir jetzt das Ei uns nehmen? Ich bezweifle es zwar irgendwie. Laut Fiebel ist das hier ein Feuerschnabeltier-Ei. Cool. Genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. Au! Verdammt. Das Ei ist ganz ohne mein Zutun in dieses Rohrsystem gehüpft. Ich muss es da irgendwie wieder rausbekommen. Oh. Nee, es ist ein Minispiel. Okay, einfach ein bisschen damit rumklicken. Okay. Ich glaube, wir haben's. Jupp. Und wir haben ein Feuerschnabeltier-Ei. Feuerschnabeltier-Ei. Autsch! Das kommt frisch aus dem Ofen, das Feuerschnabeltier. Komm, setz mal das aufs Nest. Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Schon irgendwie drollig. Sie werden so schnell erwachsen. So, auf jeden Fall sollte damit das... Jawohl, das ist abgehakt. Jetzt brauchen wir nur noch 3. Wie kommen wir an ein Wasserschnabeltier? Hier an diesen Süßwasserfisch. Ob der Angler uns vom Hafen einfach eingeben kann? Ich bezweifle es, wo wir den so sehr auf die Eier gegangen sind. Verschwinde, du verscheuchst die Fische. Aber kusch. Okay. Jetzt bin ich am Überlegen. Ja, scheiße. Okay. Was mir gerade mal eingefallen ist, man konnte sich hier auf Boses Kutter, glaube ich, dann Mülltonne. Ich würde ja gerne behaupten, dass ich nicht im Müll wühle. Aber wem will ich etwas vormachen? Das hier ist immerhin Deponia. Glitschig. Ist das eklig?
Nein, es reicht. Ich gehöre hier einfach nicht her. Moment, was ist das? Hey, das ist ja mein alter Sardellenköder. Der ist doch noch gut. Brauchst du einen Köder? Schau mal her. Verschwinde. Und wenn ich hier auch angeln will? Erzähl kein Seemannsgarn. Du bist kein Angler. So wie du rumläufst. Außerdem fehlt dir offensichtlich das obligatorische Anglerglück. Und wenn ich dir beweise, dass ich doch ein Angler bin? Ha, das will ich sehen. Wirst du auch. Schön. Und jetzt? Kusch. Ja. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Das war das billigste aller Zeiten. Wir haben hier oben ja einen wunderbaren Generator. Dieser Generator versorgt die Spelunke mit Strom. Ganz schön leichtsinnig, den hier draußen aufzubauen, wo jeder x-beliebige, wohlwollende Mitbürger dagegen treten, Bananen in den Auspuff stecken oder Zucker in den Tank schütten kann. Zucker in den Tank schütten? Wir haben eine Zuckerdose. Dann tun wir den noch gleich mal nach und schütten ein bisschen Zucker rein. Ich meine, was kann da schon schief gehen? Wie war das gleich? War Zucker im Tank gut oder schlecht für den Motor? Ach, es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Google. Ah ja, es war schlecht. Dachte ich mir es doch. Das hat Google auch gesagt. Oha, ganz schön duster hier. Aber noch lange nicht so duster, dass ich mein legendäres Sonar-Gehör zum Einsatz bringen müsste. Immerhin habe ich die leuchtendsten Augen des ganzen Südwestquadranten. Endlich macht es sich bezahlt, dass ich als Kind immer Quecksilberdämpfe eingeatmet habe. Wo klauen wir jetzt mal den Rasiermesserfisch? Alter, da wurde auch lange nicht mehr sauber gemacht. Au! Nichts passiert. Profi. Können wir die Jukebox aufmachen? Trotz meiner gewaltigen Kräfte komme ich hier ohne Werkzeug nicht weiter. Die Klappe ist verschraubt. Verschraubt? Schraubenzieher? Nicht im Ernst. Ach, so funktioniert das. Und Taubentango? Ich gehe einfach mal. Jetzt klappt der Generator wieder. Okay. Wir haben also jetzt einen Rasiermesserfisch. Also, den haben wir natürlich geangelt, ne? Jetzt muss er uns einfach ansehen als Angler und so. Ja. Schau Hallo. Mal her. Ist das nicht ein Prachtexemplar? Was zum... Hast du den etwa gefangen? Sieht so aus, was? Beim Klabautermann. Vielleicht habe ich dich unterschätzt. Wie ist das nur möglich bei deinem Mangel an Anglerglück? Was ist dein Anglergeheimnis? Ich benutze eine pedalbetriebene Tandemangel. Unsinn. Wenn du mir dein Anglergeheimnis nicht verraten willst, dann verschwindest du am besten gleich wieder. Ich benutze reißfeste Angelschnur aus Raupenseide. Auch Seemannsgarn genannt. Wenn du mir dein Anglergeheimnis nicht verraten willst, dann verschwindest du am besten gleich wieder. Ja, ist okay. Ich locke die Fische mit meinem unerhörten Charisma. Das ist genauso gelogen wie widerlich. Wenn du mir dein Anglergeheimnis nicht verraten willst, dann verschwindest du am besten gleich wieder. Das nennt man Anglerglück. Niemals. Ich erkenne einen Pechvogel, wenn ich ihn sehe. Wenn du mir dein Anglergeheimnis nicht verraten willst, dann verschwindest du am besten gleich wieder. Es liegt an meiner unglaublichen Lässigkeit. Die ist zwar wichtig, aber bei dir nicht vorhanden. Ein richtiger Angler ist so laidback, dass er ohne Klappstuhl nicht aus dem Haus gehen kann. Wenn du mir dein Anglergeheimnis nicht verraten willst, dann verschwindest du am besten gleich wieder. Ja, ist ja gut. Ich benutze einen Spezialköder. Ha!
Jetzt behauptet er auch noch, er habe einen... Moment. Köder sind wichtig. Und irgendwomit musst du den Rasiermesserfisch ja gefangen haben. Hast du am Ende tatsächlich einen Spezialköder? Willst du mich etwa einen Lügner nennen? Nicht, wenn du mir deinen Köder zeigst. Was bekomme ich denn dafür? Naja, ich kann dir einen Tigerfisch anbieten. Einen schnöden Tigerfisch gegen meinen super Spezialköder? Sag, hast du sie noch alle? Dann eben nicht. Eben wohl nämlich nicht. Jawohl. Ist mir doch egal. Wenn du irgendwann einen Tigerfisch willst, bring mir deinen Spezialköder. Ansonsten, kusch. Alles klar, hier ist unser Spezialköder. Was soll das denn sein? Was schon? Mein Spezialköder natürlich. Das sieht tatsächlich nach einem echten Köder aus. Na gut, vielleicht weißt du doch, wie man angelt. Du kannst dir einen Tigerfisch nehmen. Ein Tigerfisch für uns. Hey, bleib stehen, so ein Käse. Ist das dein Ernst? Du kannst nicht mal einen Fisch fangen, der bereits an Land liegt? Ich wollte ihn gar nicht nehmen. Er litt an Epilepsie. Was auch immer. Behalte deinen Köder, bis du wirklich einen Fisch willst. Ansonsten verzieh dich. Können wir irgendwas machen? Können wir die Köder irgendwie pimpen mit Menschenasche, ein Glas Wasser, vergammelte Pillen? Wenn das klappt, dann kennt dieses Spiel wirklich überhaupt keine Grenzen. Er will seine Ruhe. Die kann er haben. Nee, ne? Die Pillen sind ernsthaft aus dem Inventar raus. Angler. Was soll das denn sein? Was meinst du? Ja, ja. Vielleicht du kannst ja... Bitte nicht im Ernst. Bravo, Herr Kollege. Und jetzt gib mir den Köder. Ich weiß nicht. Es ist ein ganz schön mickriger Fisch. Und ein ganz schön großer Köder. Aber na gut, wollen wir mal nicht so sein. Jetzt haben wir einen Tigerfisch. Laut Fibel brüten Wasserschnabeltiere ihre Jungen im Maul von lebendigen Zebrafischen aus. Ob das auch mit toten Tigerfischen geht? Laut Fibel gleich noch. Ah ja, es waren Wasserschnabel. Ob das auch mit toten. Oh, das war das Flugschnabeltier. Laut Fibel brüten Wasserschnabeltiere ihre Jungen im Maul von lebendigen Zebrafischen aus. Ich kann ihn immer noch einwickeln, wenn er schlimmer müffelt als meine restlichen Sachen. Käme wohl auf einen Versuch an. Hier passiert gar nichts. Wasserschnabeltier einem Tigerfisch. Okay. Das klappt nicht. Ah, ja. Wieso sieht der eigentlich anders aus? Das war mir gerade aufgefallen. Auf jeden Fall. Da erinnere ich mich sofort ganz, ganz am Anfang von dem Let's Play. Sieht das auch? Jetzt sind momentan echt überall diese scheiß Puzzleteile. Dann würde ich mal wieder Puzzleteil finden. Nein. Auf jeden Fall, wir haben hier einen wundervollen Farbeimer. Einmal eintunken, bitte. Voila, ein Zebrafisch. So, Problem ist, der ist ein bisschen, naja, angetotet. Den können wir doch bestimmt hier wieder zum Leben bringen. Aber natürlich. Ich könnte den armen Fisch durch ein paar gezielte Stromstöße ins Leben zurückrufen. Endlich zahlen sich die vielen Stöße. Übrigens, jetzt ist FSK 18. Defibrillator aus. Rufus, was tust du denn da draußen? Hör sofort auf damit. Energiefluss sprengt die Skala. Der Raum beginnt sich bereits zu krümmen. Einen Moment noch. Komm schon, Fischbert. Lebe. Lebe. Ich hab's geschafft. Er lebt. Ruf
Ja, doch. Was auch immer das war, es war extrem lässig. Jetzt sollte ich aber zusehen, dass ich den Fisch irgendwie ins Wasser bekomme. Sonst wird er nicht lange Freude an seinem neuen Zombie-Dasein haben. Okay, okay, okay. Fisch ins Wasser. Ich glaube, da müssen wir mit so Seagull. Was zappelt da denn so? Oh, oh. Frankenfisch scheint es nicht gut zu gehen. Jetzt sollte ich aber zusehen, dass ich den Fisch irgendwie ins Wasser bekomme. Okay, da fängt er an schon rumzuzicken. Können wir den einfach hier ins Wasserglas tunken? Halte durch, Frankenfisch. Putzig. Aber jetzt sollte ich mich beeilen. Ich muss ihn irgendwo hinbringen, wo er in Ruhe brüten kann. Okay, okay, okay. Karte? Bellevue? Seagull? Was zappelt da denn so? Oh, oh. Frankenfisch scheint es nicht gut zu gehen. Jetzt sollte ich aber zusehen, dass ich den Fisch irgendwie ins Wasser bekomme. Okay, Zebrafisch, Goldfischlaus? Rufus, was tust du? Versuch nicht, mich aufzuhalten. Ich muss ein Fischleben retten. Ah. Es war ein kurzes... aber ein erfülltes Leben. Du nichtsnutziger Idiot! Entferne dieses Monster aus meinem Aquarium! Aber sofort! Komm zu Papa! Oh, wir haben ein Wasserschnabeltier. Und einen Fisch getötet. Ich bin stolz auf mich. Wir können echt stolz auf uns sein. Okay, da oben ist ein Nest. Dann lauf, kleiner Kumpel, lauf! Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Schon irgendwie drollig. Wasserschnabeltier ist wohl vorerst von der Speisekarte gestrichen. So, und ich würde sagen, das war's dann auch für diese Folge. Habe ich schon mal wieder was geschafft? Ich muss mal gerade gehen. Auf jeden Fall. Feuerschnabeltier ist abgehakt und Wasserschnabeltier. Fehlen nur noch Flug und Erd. Dann könnten wir Gold zum Essen ausführen. Ja, ich würde sagen, war es dann auch für diese Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, ein... Was soll ich gerade sagen? Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Danke für die fürs Themenwechsel, lieber Gondoliero. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn euch Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.